Ich bremse ab, das Hinterrad rutscht weg. Hinten da Abzüger. So, jetzt kommt ein sehr trauriger Moment für uns alle. Einen wunderschönen guten Morgen, YouTube. Wie geht es euch? Ich hoffe, euch geht es gut. Mir geht es blendend. Wobei das Wetter aktuell, es ist leicht zapfig, würde ich behaupten. Und heute Abend soll es auch regnen und Regen ist nicht so geil. Und dann die nächsten Tage soll es kalt werden, das ist auch nicht so geil. Deswegen müssen wir den letzten Tag heute ausnutzen und fahren. Yay. Yay, 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 yay. Ah, ich will eigentlich vorfahren. Ich habe Bock jetzt zum Tierpark zu fahren. Ja, Juru, was machen wir heute Aufregendes? Keine Ahnung. Eine Sache weiß ich, die wir machen müssen. Und zwar müssen wir etwas an diesem Bike verändern. Ist ganz wichtig. Hätten wir eigentlich schon sehr viel früher machen sollen, aber heute ist es dann soweit. Ui. Da hat gerade das Hinterrad blockiert. Ich wollte runterschalten. Er hat einfach neutral getroffen. Ja, moin, Digga. Ich bremse ab. Das Hinterrad rutscht weg. Das hätte jetzt sehr unangenehm enden können. Aber ein Glück habe ich mein Bike zu 100% unter Kontrolle und das ist nicht umgefallen. Aber Digga, warum ist denn das gerade hinten so weggerutscht? Das ist ja nicht normal. Ich schaue gleich mal den Reifen an, aber da war eigentlich nichts. Digga, gestern habe ich jede rote Ampel erwischt, die es gibt. Jetzt ist alles grün. Willst du mich eigentlich komplett verarschen, Mann? Könnte einfach sein, dass da oben ein bisschen Wasser war oder Steine. Ich glaube nicht, dass es am Reifen von mir liegt, aber schauen wir mal nach. So, da vorne ist eine rote Ampel. Bis wir da ankommen, weil wir ja hier mit 30 durch die Gegend tuckern, ist sie schon wieder grün. Ich muss kurz stehen bleiben, weil ich kriege ja keine einzige grüne Ampel ab. Nee, Reifen passt. Schon jetzt, wo ich keine rote Ampel mehr brauche, safe nur noch rote Ampeln. Was wollen wir wetten? Boah, ist kalt, Mann. Ich kann echt nicht lang fahren. Mir wird zu kalt. Ich sehe gerade, der hat keinen Außenspiegel rechts. Ich glaube, die mussten nur links einen Außenspiegel haben. Das ist geil. Also eigentlich nicht, weil es ist halt ultra unpraktisch, nur einen Außenspiegel zu haben. Aber es ist geil, dass er so rumfährt. Ja, tatsächlich. Da gibt es nicht mal eine Halterung oder so. Und hinter mir waren Brabus die ganze Zeit. Wow. Echt super. Den Brabus hätte ich jetzt zeigen können. Nee, Hauptsache ich booste vor Bayern. War das ein BMW oder ein Mercedes? Sogar das habe ich vergessen. Und sehe dadurch den Brabus nicht. Und diesmal meine ich wirklich einen Mercedes-Brabus und kein Smart-Brabus. Oh mein Gott. Mein rechtes Bein wird gerade komplett gezeigt. Oh nein. Oh nein. Ich muss meine Hose runterziehen. So, hier. Ah. Muss so schnell runterziehen, bevor das Video erst ab 18 geschaltet wird. Der hat auch als Kennzeichen BD. Das habe ich gesehen. Hinten da ab, Digga. Yo. So wie ich es gesehen habe, der Audi wollte um jeden Preis zwischen mir und dem Range Rover rein, Digga. Und dem Range Rover hat das gar nicht getaugt. Ui, da wird gleich der Audi ganz schnell an uns vorbeifahren. Ah ne, er hat sich hinter mir eingeordnet. Na, da übrigens ein Brabus. Das ist schon geil da vorne, Junge. Was ist denn das? Ich kann es nicht erkennen. Ist das ein Dodge? Nee, oder? Frisches Ding, Junge. Der hat eine pinke Maske, Digga. Jo, was war das bitte für ein Bike? Das sah ein bisschen aus wie ein Stuntbike und sein Helm war ja komplett Schauleben. So Leute, gleich werden wir eine Sache machen müssen, die mir auch selber im Herzen wehtut. Ein Bruder ist gefallen und ja. Keine Ahnung, wie ich das weiter erzählen soll, dass es traurig klingt so und dass es voll abwertend ist. Ihr werdet sehen, was gleich passiert, okay? So sollte es. Digga, das ist eine rote Ampel, bleib doch einfach bei einer roten Ampel stehen. So, jetzt kommt ein sehr trauriger Moment für uns alle. Seht ihr den Kollegen da unten? Der arme Ehrenbruder. Es tut mir leid, was hier passiert ist. Jetzt komm, geh schon. Hallo? So eine schöne Zeit hatten wir mit ihm. Er war immer dabei, immer am Start. Ich muss jetzt ein bisschen aufstehen. Das wird jetzt lustig. Komm, komm. Komm, zieh den Schuh aus. Komm, bitte zieh den Schuh aus. So. Das haben wir geschafft. Der arme Schuh, den hat ja gut weggefetzt. Ich will gar nicht so genau wissen, was das alles ist.
Vielleicht sollte ich es eher nicht anfassen. Jetzt ist sie wieder nackt und das kann man so nicht machen. Das ist ja respektlos, wenn man einfach jemanden ohne Schuhe da lässt. Von daher, wie ihr seht, ich habe vorgesorgt. Wie gesagt, 1,1er Abschluss, weil ich habe jetzt Angst, es anzufassen, weil das ist schon echt heftig ranzig dort, Mann. Jetzt muss ich den Schuh da angezogen bekommen. Digga, sieht das nice aus. Jetzt einmal den Schuh. Ui. Gute Qualität. Tada! Ich bin ein Genie. Hat mich jemand beobachtet, während ich das gemacht habe? Ich habe es jetzt bemerkt, dass hier Leute sind. Oh mein Gott. Ja, das Ranzding hier können wir natürlich nicht liegen lassen. Das gehört in Sondermüll, glaube ich. Ich leg's mal hier rein und hoffe, dass ich es nicht irgendwie vergesse. Ich weiß, das war gerade sehr emotional für uns alle, aber das Leben muss weitergehen. Der Schuh ist jetzt an einem besseren Ort. Ja, YouTube, ich weiß, das Video ist jetzt ein bisschen traurig geendet. Da können wir leider nichts dagegen machen. So ist nun mal das Leben. So ein wilder Schuh überlebt in freier Wildbahn auch nicht sehr viel länger als bei mir. Von daher, Kreislauf des Lebens, Digga. So sieht's aus. Ich hoffe, dass es euch trotzdem gefallen hat. Ich hoffe, dass ihr auch was gelernt habt heute, ja. Wenn ihr seht, dass es eurem Schuh nicht mehr gut geht, dann müsst ihr loslassen. Das bringt uns allen nichts, wenn der da jetzt noch weiter rumgehangen wäre. So wie er es die letzten 6 Monate gemacht hat und ich einfach keinen Bock hatte, ihn abzumachen, obwohl ich den schwarzen Schuh die ganze Zeit zu Hause hatte. Ja, kommt, Kindes. Bitte, bitte. Naja, YouTube. Naja, YouTube waren meine letzten Worte. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal, schreibt einen Kommentar. Alles für den Algorithmus. Von mir aus könnt ihr auch einfach nur einen Kommentar schreiben, um einen Kommentar für den Algorithmus zu machen. Mir ist egal, ich lösche gar nichts. Gar nichts wird gelöscht. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich weiß nicht, wann das wird, weil jetzt wird das Wetter eh ein bisschen schlechter erstmal. Aber trotzdem genießt das schöne Wetter, wenn es dann wieder schön wird. Wenn es kalt wird, bleibt lieber zu Hause. Ihr könnt aber auch rausgehen. Ich bin nicht eure Mutter, dass ich euch sage, was ihr zu tun und zu lassen habt. Oder euer Papa. Ansonsten, ja, YouTube, mit den Worten verabschieden wir uns. Haut rein und yalla!